Herr Präsident, werte Frau Staatssekretärin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. In Zukunft soll es möglich sein, wie bereits vom Vorredner erwähnt, dass zur Briefwahl verwendete Wahlkarten in jedem Wahllokal bis zur Schließung hinterlegt werden können. Ich begrüße ebenso diese bürgerfreundliche Lösung. Der entscheidende Punkt muss sein, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Und beim Thema Wahlgeheimnis komme ich nicht umhin, um auf ebenso mögliche Missbräuche hinzuweisen. Man stelle sich vor, ein paar Andeutungen wurden ja schon gemacht. Wahlwerber und Funktionäre kommen unangemeldet zu Ihnen nach Hause, bringen ein paar Wahlkarten mit und bedrängen Sie sogar das Kreuz an der richtigen Stelle vor ihm zum Nachen, nehmen die Wahlkarten wieder mit und nicht einmal einen Gegenschein unterzeichnet zu haben. Dasselbe passiert in einer großen Firma, wo Personalbüro Wahlkarten paketweise anfordert, oder in einem Sozialzentrum, wo geistig Behinderte sogar da sind. Stellen Sie sich vor, die Dinge könnten sein. Ja, ein Schelm, der denkt, dass solche Dinge vorkommen. Meine Damen und Herren, genau solche Wahlbetrügereien gab es im Vorfeld der Bürgermeisterstichwahl nachweislich im März dieses Jahres in zwei Städten Vorarlbergs. Ein Schlag ins Gesicht, wie ich meine, jedes Demokraten. In der Bezirksstadt Bludenz zum Beispiel wurde mit ausgeklügelten Tricks das Gemeindewahlgesetz ausgehebelt. Die Wahlkartenausgabe erfolgte unter anderem an politische Funktionäre. Der Wähler wurde gebeugt und schlussendlich das Wahlergebnis gefälscht. ÖVP-Funktionäre haben Wahlkarten in vielen Fällen sogar ohne Wissen, oder in den meisten Fällen ohne Wissen der betroffenen Wähler fast paketweise bei der zuständigen Beamtin bestellt. Ich zitiere aus dem Verfassungsgerichtshof Erkenntnis vom 23.11.2015, also vor 14 Tagen. Aufgrund des Wahlaktes und der beiliegenden eidesstaatlichen Erklärungen ist erwiesen, dass die dem Bürgermeister als Amtsperson gesetzlich vorbehaltene Wahlkartenausstellung zumindest in 63 Fällen zu einer Parteienangelegenheit gemacht wurde. Der Bürgermeister, nur am Rande erwähnt, hatte schlussendlich gerade 27 Stimmen Vorsprung bei dieser Stichwahl. Meine Damen und Herren, einer solchen Entwicklung, der Wahlkartenskandal in Bludenz, ist ganz offensichtlich kein Einzelfall. Ähnliches geschah in der Stadt Hohenems, Herr Kollege Demessel. Solchen Betrügereien ist aus meiner Sicht ganz entschieden entgegenzutreten. Das, was von ÖVP-Bürgermeister Katzenmeier und seinen ÖVP-Funktionären gemacht wurde, schadet nicht nur dem Ansehen der Stadt Bludenz. Was ÖVP-Bürgermeister Katzenmeier gemacht hat, ist nicht irgendein Amtsmissbrauch. Das ist ein Angriff auf die Grundwerte der Republik, die auf dem freien Wahlrecht aufbaut. Im Burgenland hat ein ÖVP-Bürgermeister in einem ähnlich gelagerten Fall wenigstens die Einsicht gezeigt und nach dem Eingestehen seines Fehlverhaltens wörtlich erklärt: Wer einen Fehler gemacht hat, muss dafür gerade stehen. Ich werde die Verantwortung übernehmen. Der Bürgermeister ist daraufhin zurückgetreten. In Bludenz lässt der Verfassungsgerichtshof keinen Zweifel am schuldhaften und gesetzwidrigen Handel des Bürgermeisters und der verantwortlichen Funktionäre. Die Staatsanwaltschaft wird wohl erst nach der Wahlwiederholung tätig werden, denn die findet schon am kommenden, übernächsten Sonntag statt. Ich hoffe und wünsche mir, dass in Bludenz der Wähler bereits am 20.12. ein deutliches Signal setzt. Denn diese ÖVP-Funktionäre haben in der Alpenstadt Bludenz ihr Vertrauen verspielt. Dankeschön. Wahlbetrug müsse unterbunden werden, betont Elmar Mayer von der SPÖ.